gibt bei uns im Verband 40 engagierte Kleinzüchter, die sich mit der Haltung dieser Rasse beschäftigen. Wir haben allerdings vom Umfang verglichen jetzt mit anderen Rassen, ist die Tierzahl sehr begrenzt. Wir haben 35 Erdgutleber, also fast jeder Züchter hat ein Leber, müssen wir das sagen, was anders ist als in den alten und in den alten Großbeständen. Und knapp 100 Sauen im Bestand. Die Sau, die sich hier im Ring präsentiert, stammt aus der alten Ziegelei in Redel. Das ist hier in der Nähe bei Lenin. Das ist ein Gehmeterbetrieb, also ein ökologisch produzierender Betrieb. Die höchste Stufe der ökologisch produzierenden Betriebe. Die haben 6 Wattelschweine, Sauen und 3 Eber. Diese Sau, die Sau hat am 20. Mai gefärbelt. Das ist ihr dritter Wurf und sie hat ihre 11 Farbe, die sie geboren hat, auch hervorragend aufgezogen bisher. Ihre sind gut entwickelt. Vielleicht habe ich grundsätzlich noch etwas erstmal zur Rasse. Sattelschwein, warum das? Wegen des weißen Sattels. Die Tiere sind voll und hier schwarz als Rassekennzeichen, haben einen weißen Sattel, haben Schlappohren. Ihre hervorragenden Eigenschaften, weshalb es wichtig ist, sie zu erhalten, ist ihre Genügsamkeit. Sie können unter verschiedenen Haltungssystemen gehalten werden. Sie können zum Beispiel auch mit Feldern gehalten werden, in Hüttenhaltung. Sie sind sehr mütterlich. Diese Sau hier wirklich hervorragend präsentiert. Sie war gestern auch draußen im Ring, kümmert sich bestens um die Tiere, lässt sich auch, wie wir jetzt sehen, überhaupt nicht beeindrucken vom Publikum. Sie ist der Meinung, die Pferde sind jetzt dran, sie müssen trinken, also legt die Sau sich hin und die Pferde können trinken. Ja, lassen wir einfach das Bild etwas auf uns wirken. Ganz ruhige Sau. Der Grund, weshalb die Rasse nicht mehr so im Mittelpunkt steht, ist, dieses Fleisch der Tiere ist etwas fettreicher als das der modernen Fleischrasse. Aber inzwischen ist man auch schon darauf gekommen, dass das nicht unbedingt nachhaltig sein muss, weil das Fett ist ja auch Geschmacksträger. Und gerade diese kleinen produzierenden Betriebe, also Ökobetriebe, und so haben oft in nachfolgenden Hoflagen mit rein. Und es gibt viele Liebhaber, die inzwischen sehr auf Sattelschweinfleisch und vor allen Dingen auf Sattelschweinspeck gehen. Also es wurde mal der Satz gepflegt, Sattelschweinspeck ist ein Suchtmittel. Wer es einmal genossen hat, kann es immer wieder haben. Die Tiere werden langsamer, also werden gehalten, gefüttert, wachsen langsamer. Unser Schlafpunkt sollte so ungefähr ein Jahr alt sein. Da werden wir nachher sehen, dass unsere modernen Rassen da viel schneller sind, auch die Hälfte der Zeit. Und das Fleisch reift dadurch auch besser. Und wir haben auch schon Schwarzproben gemacht. Und jetzt heute haben wir jetzt die Verkostung eine andere Variante. Also Zwiebeln schicken. Und, aber wir haben auch schon Sattelschweinfleisch mit anderen Rassen verkosten lassen. Und da fiel das Sattelschweinfleisch immer recht gut aus. So, jetzt drängelt die Jugend von hinten, wir müssen unsere Sau verabschieden aus dem Ring. Schade, aber sie muss jetzt wieder in ihre Buchte gehen und kann gar nicht mehr weiter säumen. Und kriegen wir hier nochmal Sattelschweine-Produkte.